Ladies and Gentlemen. Oh Gott, ist das ein Wuckeln. Ich drück doch lieber auf Pause. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer Episode 17 von Let's Design City Skylines im Projekt Seebergen. Soweit ich mich entsinnen kann, in der Episode 17, wie ich schon sagte. Und der ein oder andere, der wird schon am jetzigen Zustand des Bildes, das ist kein Standbild, meine Maus funktioniert. Ich habe nur auf Pause gedrückt, weil es ruckelt furchtbar. Das ist eine etwas andere Episode, die ich ja schon ein bisschen angekündigt hatte. Und diese andere Episode, die handelt davon, dass ich jetzt mich mal ausnahmsweise nicht hier hinsetze, irgendwas aufbaue und gestalte, um das dann hinterher nachzuvertonen, sondern dass ich jetzt live, hier sitze und quasi einfach mal live eine Folge lang, nämlich genau diese Folge lang, mal so ein bisschen zeigen möchte, was ich so gebastelt habe in den letzten vielen Folgen, denn es waren ja echt viele Zwischenepisoden dabei und ganz, ganz viele dieser Episoden waren halt eben notwendig, um bestimmte Vorbereitungen zu treffen, unter anderem für die Serie On the Line, wo ich dann am Ende dieses Videos vielleicht nochmal sowas zu sagen werde, denn das wird interessant werden die nächsten Tage und natürlich logischerweise auch für alles Weitere in dieser Spielwelt, was so linientechnisch öffentlichen Nahverkehr angeht, Autobahn angeht, Verkehrsinfrastruktur sozusagen im Großen und Ganzen. Und da möchte ich eigentlich jetzt mal so ein bisschen reinhüpfen in diese wunderschöne Spielwelt hier. Wir sind gerade in dem Ort, den ihr vermutlich jetzt die letzten Folgen am meisten gesehen haben werdet, nämlich in Ahrensbrück. Ich sage immer Ahrensburg, ich weiß nicht warum, aber es heißt Ahrensbrück. So habe ich den auf jeden Fall irgendwann mal genannt, diesen ganzen Ort. Und dieser Ort sieht wie folgt aus. Ich möchte da mal so ein bisschen raus scrollen. Vielleicht scrolle ich sogar erstmal noch ein paar Meter weiter raus. Und das ruckelt natürlich jetzt ganz fürchterlich. Ihr seht schon, warum ich die Folgen immer nachvertone, weil ich dann die ganzen Ruckler raus rendern kann im Schnittprogramm. Wir könnten mal ganz kurz eben wieder in die Folge 1 zurückspringen. Das ist das, was wir hier vorne gebaut haben. Das ist die Autobahn und da ist die Raststätte und da ist die Brücke. Eigentlich hatte ich so überlegt, Mensch, Folge 1 baust du diese Brücke, dann wirst du bestimmt in den ersten 10 Folgen hier den Hafen bauen. Witzig. Wenn man sich so meine Bauskulptur ansieht, die ich bis jetzt gemacht habe, bin ich eigentlich von der Autobahn die ganze Zeit immer weiter Richtung Norden gewandert. Da oben ist Norden. Hupsala. Also müsste ich die Karte auch so drehen. Also, ja, in der Karte ist jetzt da im Norden. Und wie ihr seht, ist im Großen und Ganzen das, was wir jetzt in Seebergen schon gestaltet haben, diese große Fläche. Ich möchte mal eben einen Vergleich zusammenziehen, was ich jetzt leider nicht einblenden kann ohne große Fusselarbeit, weil das Programm hier braucht allen Arbeitsspeicher. Ich kann jetzt momentan nicht mal die Windows-Fotoanzeige öffnen oder sowas. Also deswegen, ja. Was ich eigentlich sagen möchte ist, wir haben momentan die Größe erreicht. Wir sind momentan schon größer als die Karte Austria, falls ihr das in Relation sehen wollt. Und wir haben momentan nur 15.000 von 65.000 Props verwendet. Das heißt, wir haben noch die Möglichkeit, hier auf dieser Karte munter weiterzubauen. Natürlich wird die Performance weiterhin schlechter werden, aber das macht ja nichts. Es ist ja noch, solange sich die Maus noch bewegt, wenn ich hier ein bisschen was mache oder die Kamera noch ein bisschen bewegt, ist eigentlich alles gut. Das ist mal eben so zum Übersicht, falls ihr das hier sehen wollt, wie das Ganze hier aussieht. Der ein oder andere wünscht sich ja immer, dass ich mal diese Karten auf Twitter und Co. poste. Jetzt habt ihr das hier mal gerade ein bisschen in live. Hier unten ist Seebergen mit dieser Halbinsel. Da ist unser Fußballstadion. Das kann man noch so ein bisschen aus der Distanz erkennen, vor einigen Folgen gebaut haben. Hier haben wir dann die Kläranlage. Hier ist die Autobahnbrücke mit Baustelle. Da ist der Flughafen, der ja noch im Bau ist momentan, wo es dann in der nächsten Folge weitergeht. Gehen wird logischerweise. Da ist Holstedt, da vorne ist Westerburg logischerweise. Dann gibt es hier unten diese ganzen großen Flächen, die wir ja quasi in der Episode 9, 9.1, 9.2, die haben wir ja diese ganze Insel quasi gebaut mit dem kleinen Örtchen dazwischen, der, wie heißt, Altenhof heißt der. Ja, Altenhof heißt er. Gut, jetzt seht ihr das sowieso. Eigentlich ist das so viel praktischer. Und hier vorne hoch haben wir dann Ahrensbrück als nächsten Ort und hier unten sind so haufenweise tolle Marker sozusagen drauf, die eigentlich gar nicht relevant sind für euch. Ihr seht schon, wenn ich jetzt mal gerade wieder ein bisschen runter scrolle, wir haben hier so das ein oder andere Problemchen in der Stadt, aber im Großen und Ganzen, was ist denn hier verlassen worden? Ich bin mal gerade, ach da ist irgend so ein, ja, irgendein Häuschen hat sich mal verabschiedet, dann können wir das natürlich auch mal eben entfernen. Wie ihr sicherlich seht, haben wir eigentlich ein paar Meldungen, ne, weil ab und zu kommt hier der Rettungsdienst nicht hinterher, beziehungsweise die, ja, wie soll ich sagen, unsere Versorgung für Tote und also das Krematorium und die Friedhöfe, die kommen nicht so ganz hinterher ab und zu. Ansonsten Polizei und sonstiges Problemchen gibt es eigentlich nicht. Die ganze Welt ist eigentlich im Großen und Ganzen in Ordnung. Wir haben eigentlich, auch wenn es von Distanz aussieht, keine größeren Probleme. Hier vorne fehlen jetzt so ein paar Streifenwagen vielleicht noch.
Aber ihr seht schon, und das ist ja immer so eine Sache, die ich bei diesen Let's Designs immer ganz, ganz wichtig finde, alles muss funktionieren. Ne? Wir haben die Spielmechanik immer noch drin. Ich meine, wir machen haufenweise Minus, aber das ist eigentlich alles, was schief geht in dieser Karte. Denn selbst diese kleinen Örtchen jetzt hier vorne, wenn ich mal hier rüber gucke, hier, selbst in Holzstedt ist eigentlich alles wunderbar. Oder wenn wir mal ein bisschen weiter gehen, hier hinten nach Altenhof, gut, da gibt es auch mal wieder irgendeinen mit Polizeibedürfnis und irgendeinen Toten. Aber im Großen und Ganzen sind ja, wie soll ich sagen, diese Städte alle funktional. Also das Spiel funktioniert. Es gibt ja hier keinen Mod, der irgendwie irgendwas löst an Problemen. Das heißt, wir haben keinen Mod, der zum Beispiel, es gibt diesen Infinite Goods Mod, der quasi den Geschäften hier die Möglichkeit gibt, Güter selber zu spawnen, dass man die Industrie nicht mehr braucht oder sowas. All sowas haben wir nicht. Wir haben auch keinen Mod, der irgendwie Polizei oder Notarzt überflüssig macht oder der die Leute ewig leben lässt. All solche Spielmods gibt es nicht. Wir haben hier immer noch das Basisspiel im Grunde genommen. Das Einzige, was ich ausgeschaltet habe, ist, dass Gebäude verlassen werden können, halt eben damit das hier nicht immer so furchtbar Käse aussieht. Und natürlich auf der anderen Seite, dass das Feuer sich nicht ausbreiten kann. Also diesen Fire Control Mod, zumal es ja auch Waldbrände geben kann und sowas, das will ich eigentlich nicht. Hier oben haben wir noch ein technisches Problem, weil diese Raststätte noch nicht angebunden ist vom Autobahnkreuz. Das ist aber eine Sache, die wir in der Autobahn-Episode fixen werden. Dann gehen hier die Fehlermeldungen auch weg. Die sind nur prophylaktisch sozusagen, weil da eben keine Straßenverbindung für die Gebäude da ist. Das sind ein paar kleine technische Probleme. Jo, das wollte ich mal eben so vorab schon mal gesagt haben. Also es ist mir für mich persönlich relativ wichtig, dass das ganze Spiel an sich funktioniert. Es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwas nicht funktionieren würde. Alles funktioniert einwandfrei, die Spielmechanik selber funktioniert noch und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben momentan keinen Bedarf an irgendetwas, was logisch ist, weil unsere Gewerbegebiete genug Arbeitsflächen zur Verfügung stellen und wir auch nicht so viele Einwohner haben. Wir haben 20.000 Einwohner, das liegt daran, dass in jedem einzelnen dieser Häuser, die jetzt hier unten so zu sehen sind, wenn ich mal eins anklicke hier, haben wir immer nur einen Haushalt, ne? Und das macht dann halt eben natürlich so die Einwohnerzahl ein bisschen kleiner. Seebergen ist momentan auch noch die größte Stadt, das heißt, trotz Ahrensbrück, was jetzt hier oben ja die nächste größere Stadt werden wird, ist im Grunde genommen Seebergen immer noch die größte Stadt. Und Ahrensbrück hat, glaube ich, gerade keine Probleme. Nö, oh doch, wenn ich ein bisschen näher ranzoome. Ja, das Polizeiproblem. Das liegt übrigens manchmal daran, dass die Fahrzeuge von der Polizei einfach nicht spawnen. Das sind aber technische Probleme, die mod-related sind, weil dann zum Beispiel wegen diesem Advanced Vehicles Options und sowas dann irgendwelche Fahrzeuge nicht spawnen können, obwohl sie es eigentlich tun sollten. Aber das fixt sich von selber, also das ist kein Grund, sich da Sorgen zu machen. Das löst sich von selber ganz alleine. Ja, Ahrensbrück ist für mich, ich habe hier so eine wunderschöne Liste, die ich jetzt heute mal durchgehen möchte, damit ich auch alles bespreche, was ich hier besprechen möchte, so ein bisschen. Wir möchten uns natürlich auch noch was für die Episode 20 aufhalten, sozusagen. Aber ich rück jetzt mal gerade rein hier in meine Liste, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und das allererste, was draufsteht, und das ist auch eine Sache, die ich am Ende nochmal sagen werde, es ist mir ganz, ganz wichtig unter dieser Folge, dass ihr mir so ein bisschen Feedback in die Kommentare dazu gebt, damit ich weiß, ob sowas für euch interessant ist. Ich habe ja vorher schon extra mal gefragt in einer anderen Episode, ob ihr für so eine, Live-Version in Videoform vielleicht interessiert seid oder an sowas interessiert seid, um mal zu gucken, ob das vielleicht... Es ist manchmal praktischer, wenn ich das einfach in einem Video am Stück in Ruhe erklären kann, als in einem Livestream. Und deswegen war die Überlegung da. Ich habe sie jetzt einfach mal gemacht. Die Episode 17 hier ist das, was wir gerade machen. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt. Natürlich werde ich in Zukunft nicht so viel Plörre am Anfang reden. Deswegen rutschen wir jetzt direkt mal rein. Wir reden ja am Ende noch genug damit. Erstmal auf der Liste draufstehen, für heute steht sozusagen Ahrensbrück. Und das ist eigentlich recht simpel erklärt. Wir haben hier die Ahr, die fließt hier vorne her. Und wir haben ein paar Brücken. Also heißt dieser Ort Ahrensbrück. So, Kreativität. Heißt, Kreativität ist mal wieder plus 100. Ahrensbrück zeichnet sich im Grunde genommen aus durch das, was einige von euch sicherlich kennen werden. Wir haben den großen Bahnhof hier, der im Grunde genommen einiges verbindet. Wir haben hier nämlich einmal, um die Verkehrsinfrastruktur mal so ein bisschen zu zeigen, einen Viadukt sozusagen und diese eingleisige Strecke, die hier nach Westerburg führt. Ich hoffe, man kann die so ein bisschen verfolgen hier, ne? Und geht dann hier nach Westerburg in unseren neuen Bahnhof, da wo wir ja die letzten drei Zwischenepisoden sozusagen mit zugange waren. Und wir haben eine zweigleisige Hauptbahn, die jetzt hier vorne quasi im Grunde genommen wegführt von Ahrensbrück und die dann hier vorne, da fährt der Zug gerade an, hat ein Fahrtsignal gekriegt, jawohl, der darf fahren, das ist wunderbar. Die quasi hier in den Tunnel reinführt, den ich übrigens
sehr, sehr schön finde. Oh, die hat aber viele Loks hinten dran. Naja, gut. Ist eine eigene Kreation dieser Zucht, deswegen muss ich da immer so ein bisschen rumexperimentieren. Ja, und die dann quasi in diesen Tunnel reinführt und damit quasi im Berg verschwindet. Die verschwindet aber nicht ins Nirgendwo. Ich glaube, ihr kennt das. An dieser Zwischenepisode haben wir mal diese Schnellfahrstrecke hier erweitert, die total toll aussieht in der Landschaft, aber die ist ja nun mal so ein bisschen provisorisch. Und die führt ja hier vorne durch Ahrensbrück auch wieder durch. Das ist ja das Ding, was wir hier vor einigen Folgen mal gebaut haben, entlang der Autobahn, auf der momentan kein Verkehr ist, weil die Autobahn so ein bisschen am Ende dieser großen Brücken ins Nichts führt. Da ist momentan hier hinten nur die Eisenbahnstation, damit ich hier Fernverkehr organisieren kann. Ansonsten hier Fernverkehr, ICE, Linie 1 fährt hier vorne. Ansonsten passiert hier nichts. Das wird etwas für irgendeine Episode werden, wenn wir mal die Autobahn weiterbauen. Mein Ziel ist es, von der Autobahn so ein bisschen wegzukommen. Also die Idee ist, dass die hier vorne nochmal drüber führt und dann da in die Walachei mündet. Und sobald die einen Anschluss an die Außenwelt hat, werden dann natürlich auch Fahrzeuge drauf gespawnt und werden Fahrzeuge spawnen, die das Spiel so alle kreiert. Das ist also quasi so die Idee hinter der Sache Autobahn. Die Schnellfahrstrecke, die möchte ich viel schneller entsorgt haben. Die geht für mich nämlich hier vorne direkt mal nach links weg, direkt unten am Bach entlang. Hier muss ich natürlich noch Terraforming betreiben. Das ist alles noch die Basismap. Hier stehen auch noch die normalen Bäume. Da steht noch kein Herbstlaub, so wie wir das im Rest der Karte normal haben. Und die Schnellfahrstrecke wird dann halt eben einfach hier verschwinden. Und das ist im Grunde genommen so die Idee für diesen Strang jetzt hier. Wie gesagt, die Brücken sind ja Gott sei Dank fertig. Dem einen oder anderen wird noch aufgefallen sein, dass ich hier vorne die Brücken, also diese Art von Brücke hier, wenn ich die mal eben ausgewählt kriege, ist genau die gleiche wie hier. Die hatte ich in der Folge anders gebaut. Hier hatte ich hier vorne eine andere Brücke montiert, aber die habe ich zurückgebaut, weil das sah dann doch nicht mehr so schön aus, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Und deswegen, naja, war die Überlegung dann halt da, dafür zu sorgen, ja, wie soll ich sagen, dass das Ganze ein bisschen besser aussieht. Und ich finde, diese Brücke sieht wunderschön aus. Hat halt eben zwei Funktionen, einmal für die Schnellfahrstrecke und einmal für die Autobahn. Ihr müsst euch vorstellen, die Autobahn, die gab es dann vermutlich schon und da musste man die Brücke neu bauen. Und da hat man dann mal, weil es halt logisch war, die Schnellfahrstrecke, die dann neu hierher gebaut worden ist, halt eben ja, mit der Autobahnbrücke verbunden, damit hier nicht irgendwas separat nochmal in die Landschaft gebaut werden muss, weil das die Landschaft dann halt doch irgendwie verschandelt, wenn man hier zu viele Brücken hat. Deswegen, ja, wie soll ich sagen, die Idee hinter der ganzen Sache ist dann halt eben diese Überführung zu haben. Gleichzeitig haben wir jetzt hier eine große Änderung, nämlich der Ort Ahrensbrück ist über diese Landstraße hier mit sich selber verbunden, wenn man das so ausdrücken möchte. Und hier gibt es eine kleine Unterführung, ne, mit Move-It und Props allem drin und sowas und so fort. Ne. Ist jetzt nicht besonders aufwendig, durfte auch nicht so besonders aufwendig sein, weil das ist ja nun mal, ja, sieht man jetzt nicht so oft in den Folgen. Wir müssen also ein bisschen natürlich dann an der Leistung sparen. Hier vorne ist die Autobahnmeisterei, die natürlich auch einen Anschluss hat hier vorne, aber auch vor allen Dingen für die Landstraßen zuständig ist. Das ist zumindest so das Ziel der ganzen Sache, dass die hier mal sitzt und sich um alles kümmern kann. Ist, wie ihr seht, nichts besonders Großes. Ne? Also es ist eine ganz kleine, friedliche Sache, die jetzt hier im Grunde genommen da steht. Ein kleines Gebäude, ist in keiner Episode enthalten, ist einfach nur da, glaube ich zumindest, ist einfach nur da, um halt eben dafür zu sorgen, dass die Autobahn instand gesetzt wird. Hier vorne haben wir noch eine kleine Besonderheit. Hier gibt es jetzt diese Fläche, die ich jetzt hier gebaut habe, mit diesen Zäunchen und mit dieser Abstufung zur Eisenbahn runter. Hier würde ich ganz gerne einmal einen Funkmasten hinstellen für Mobilfunk und für den Zugfunk und noch einen kleinen Parkplatz, so einen Wanderparkplatz, der dann jetzt hier quasi im Grunde genommen einfach steht. Ist aber was offscreen, das kommt einfach dahin. Die Dinger sind ja vorbereitet, ich werde einfach irgendeinen Parkplatz kopieren und hier vorne den Zugfunkmasten zum Beispiel von der Strecke hier vorne kopieren und dann vielleicht noch was anderes da dran machen. Ja, ne, ich meine, das ist jetzt keine Folge wert. Ich glaube, das schneide ich auch in keine rein. Das sind so die typischen, ja, wie soll ich sagen, Kleinigkeiten, die ich ganz gerne rausgeschnitten lasse, beziehungsweise dann auch gar nicht erst aufnehme. Gut, ansonsten würde ich sagen, haben wir hier eigentlich nur ein bisschen Wiese, ne, kennt ihr ja schon, ein bisschen Grünfläche, ein bisschen was am Rand. Und hier hat sich jetzt eine Kleinigkeit geändert, die dürftet ihr noch nicht kennen. Ich habe hier diese Brücke getauscht und verändert. Und zwar haben wir jetzt statt einer, ja, statt nur dieser Brücke, wo die Autobahn auch noch drüber ging, habe ich der Autobahn sozusagen eine eigene Brücke gegeben, die jetzt hier so ein bisschen improvisiert noch steht. Da werde ich noch ein bisschen was dran machen, damit die auch gescheit funktioniert. Autobahn-Episode vielleicht, oder es kommt gar nicht erst rein. Ansonsten ist jetzt hier unten quasi eine Landstraßenbrücke, die ist schon ein bisschen älter, wie man sieht, mit den Steinfundamenten hier. Und da geht auch die Eisenbahntrasse drüber. Ne, es ist einfach so ein bisschen einfacher gewesen, das beides zusammenzufassen, um dann quasi dafür sorgen zu können, dass, ja, wie soll ich sagen, die ganze Sache zusammenpasst. Übrigens muss ich, glaube ich, mal ganz kurz eben hier den Day-Night-Cycle so ein bisschen resetten, damit das hier nicht ganz so dunkel wird gleich. Dann sehen wir nämlich, glaube ich, nichts mehr.
Ja, ansonsten sind wir danach wieder in Westerburg. Das heißt, so besonders viel gibt es da gar nicht zu schauen. Und ansonsten, ja, fahren hier die ganze Zeit die Regionalzüge durch die Gegend. Und hier diese Regionalzuglinie, die ihr hier schon seht, da fahren momentan ein paar andere Fahrzeuge drauf, weil wir unfassbar viele Passagiere haben, die damit fahren. Also auf dem Abschnitt da unten zumindest, hier oben geht's noch. Diese Linie, die ist die erste Linie, die in der Serie On the Line mitgefahren wird. Und ich kann die mal ganz kurz eben zeigen. Das ist die... Gesundheit. Ups, jetzt muss ich mal hier irgendwie auf dieses Linienauswahltool. Das ist diese hellblaue Linie. Die hellblaue Linie führt von Westerburg in Gleis 1, das ist nämlich das hier vorne, bis über halt eben hier diese eingleisige Strecke, die jetzt hier vorne abzweigt, runter nach diesem Haltepunkt, den ich immer wieder vergesse, wie er heißt. Wie heißt der Haltepunkt? Feldbach. Und geht dann halt eben hier hoch bis nach Seebergen. Stadt oder Oberstadt, so habe ich ja, glaube ich, diesen Bahnhof hier genannt. Und ihr seht schon, da stehen jetzt schon wieder Leute, 106. Also da wird fleißig Bedarf momentan gesammelt, damit hier halt eben auch Leute mit dem Zug fahren. Die Idee ist natürlich, dass diese Linie irgendwann mal weitergeht, dass sie hier quasi weiterführt über die Überführung, die wir ja vor einigen Folgen gebaut haben. Und momentan endet die hier oben noch in unserem Abfallzentrum, was ich da nachträglich hinbauen musste, was dann irgendwann mal wieder wegkommt. Und die soll ja dann hinterher mal zum Hafen führen. Ne? Und dann halt eben, da unten ist die Industrie, hier sind die Menschen und dann sollen die Leute ja schon die Chance haben, mit dem Zug und über die Autobahn halt eben, ja, zum Hafen zu kommen, wo sie dann halt eben logischerweise die größten Industrieflächen haben, wo die halt eben arbeiten können. Das ist so die Kernidee hinter dieser Linie, deswegen endet die hier momentan noch im Nichts, weil der Hafen ist ja noch nicht da, deswegen, ne, wird das sonst ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall die erste Linie. Die zweite Linie, die wir in On the Line dann am Ende aller Tage abfahren werden, ist dann die von hier unten, vom Strandbahnhof hier unten sozusagen in Seebergen, wo dieses vergammelte alte Gebäude steht. Diese Linie, die dann hier unten losfahren wird und dann halt eben hier über unsere Strecke drüber führt, an dem Hotel vorbei, an den Wanderparkplätzen am Strand vorbei, über die Brücke hier oben an dieser Ausweichstelle vorbei, der ersten Zwischenepisode, die wir jemals gemacht haben, und die dann hier vorne quasi auf die eigentliche Strecke wieder drauf trifft. Ich glaube, das sieht ja ganz schön aus, finde ich persönlich, weil das ist so schön sanft hier, ne? Guck mal, das sieht so richtig schön aus, finde ich persönlich. Hoppala, jetzt will die Kamera nicht so tief. So, na, ich finde, das sieht irgendwie schön aus hier, wenn die beiden Strecken so zusammenlaufen. Alles sanft, keine Haken, keine Zickzack-Form von den Schienen, kein Höhenunterschied drin. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und das Ganze läuft dann halt eben, ja, hier hoch zusammen sozusagen, geht dann über die beiden Viaduktbrücken, über die ich ja immer noch sehr, sehr stolz bin, dass ich die habe, auch wenn die mit dem Railway-Mod mittlerweile nicht mehr so ganz dringend nötig wären, weil da gibt es ja auch im Mod drin, ohne Props und Networks, aber ich lasse sie natürlich trotzdem stehen, war viel zu viel Arbeit, die zu erstellen. Und danach geht es nach Westerburg rein, in unserem Bahnhof, wo wir ja eigentlich nicht viel drüber machen müssen oder nicht viel drüber zu erzählen können, wobei ich natürlich trotzdem einmal gerne reinschauen möchte in diese Situation hier vorne. Wir haben natürlich immer noch den Gleisanschluss von dem, ja, Sägewerk hier vorne, wo hier immer diese Wagen angeliefert werden mit Rohholz und hier vorne die Fertigwaren abgeholt werden können, die hier über den Bahnübergang drüber führen, diese Dinger, und dann hier quasi mit dieser Rangierlok durch die Gegend geschubst werden können. Ansonsten ist Westerburg immer noch ein, ja, relativ großer Bahnhof, genauso wie der ja vorher auch war, hat ja jetzt die neue Überführung gekriegt mit diesen Betonaufzügen und allem drum und dran, was so dazugehört natürlich zu so einem relativ modernen Bahnhof. Und ihr seht schon, da stehen auch einige Leute hier auch schon in bereit. Wie viel sind es denn? 127 schon, die mit dem nächsten Zug fahren wollen. Hier steht momentan noch keiner dran. Das liegt daran, dass die Linie habe ich erst ausgewiesen, bevor ich diese Folge gestartet habe. Das heißt, da kann noch keiner stehen. Das Spiel hat noch gar nicht verstanden, dass die Linie da ist. Immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, dem Spiel auch ein bisschen Zeit geben. Deswegen, das hier wird die erste, ja, On-the-Line-Episode werden und die zweite geht dann halt eben weiter. Die zweite Episode geht dann übrigens über dieses Streckengleis dann durch Westerburg durch, über diese eingleisige Strecke hier vorne, bis dann logischerweise hier oben nach Ahrensbrück, wo wir ja dann logischerweise, ja, wie soll ich sagen, dann hier in dieses Geflecht enden. Und Ahrensbrück, das ist für mich ein, ich weiß, es ist jetzt wieder nur Thema Eisenbahn gerade mal für 5 Sekunden, aber das ist für mich eine Sache, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, weil ich so ein bisschen das Spiel wieder überlisten konnte. Passt mal auf, was mit diesem Zug jetzt passiert, oder beziehungsweise schon passiert ist, ne? Ich drücke hier auf Play, alles passiert, der Zug steht. Ja, der Zug steht momentan und kann nicht weiterfahren. Das liegt daran, dass es irgendeinen Grund gibt, dass dieser Zug hier oben, der muss nach hier oben in dieses Gleis rein. Und der Intercity und der Güterzug hier vorne, die blockieren momentan noch, dass dieses Gleis sozusagen bewegt werden kann. Andererseits kann ich das hier gerade auch mal an diesem Güterzug zeigen. Dieser Güterzug fährt gerade raus. Das Spiel ist auf sehr langsam gestellt übrigens. Und dieser Güterzug fährt jetzt hier über diese Weichen und fährt dann auf dieses Gleis hier, ne? Und auf diesem Gleis fährt er dann halt eben hier hinten weiter raus aus der Karte. Hier vorne
haben wir einen Intercity und der fährt ja über das gleiche Gleis. Normalerweise wird das Spiel jetzt sagen, der Güterzug fährt und der Intercity fährt und der Intercity fährt bis hierhin, halt bis zu dem Knotenpunkt und dann fährt der Güterzug halt vor. Ne? Jetzt passt mal auf, was mit dem Intercity passieren wird in wenigen Sekunden. Ne, der wird jetzt gerade seine Leute einladen, ne? Passagierkontrolle im Gange, bla bla bla, wird momentan, steigt die Prozentzahl noch. Und dann könnt ihr jetzt mal gucken, was mit dem Passagierzug jetzt passiert, der jetzt Abfahrt hat in wenigen Sekunden. Oh, er ist abgefahren, meine Damen und Herren. Genau, nichts passiert, weil dieser Güterzug momentan die Strecke für sich beansprucht und solange der über diese Weichen fährt, wird dieses Signal hier vorne, was wir jetzt hier haben, nicht in die Fahrtstellung gehen, da hinten das Signal. Und dieses Signal gilt für den Lokführer hier vorne ja genauso, das heißt, der darf momentan nicht fahren, bleibt da stehen und wartet jetzt darauf, dass der Güterzug weg ist. Wir können mal gerade das Spiel ein bisschen beschleunigen, ich kann das sogar noch mehr beschleunigen, wenn ich an dem Regler hier unten mal so ein bisschen ziehe, mach mal 200%, gib mal Kittu-Träger Güterzug. Ihr seht schon, hier unser Regionalexpress ist auch mal eingefahren mittlerweile. Und wenn ich jetzt mal wieder auf die 50-fache Geschwindigkeit gehe, auf der ich das Spiel normalerweise laufen lasse, jetzt ist die Weiche frei, jetzt kann der Personenzug hinterherfahren. Ein kleiner Trick 17, oder? Ganz schön gemein. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das geht oder wie ich das zusammengeschustert habe, dass das Spiel endlich versteht, wie hier die Züge in diesem Spiel funktionieren sollen, also dass die realistisch fahren und das Ganze auch zusammenpasst, das war ja mein Angebot mal für Tutorials in dieser Richtung, Kommentare, ne? Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hier vorne übrigens gerade das gleiche Prinzip. Unsere Regionalbahn fährt gerade raus in Richtung hier hinten. Hier vorne gibt es ein Signal, das zeigt momentan rot. Das ist ein Prop, der kann auch keine andere Farbe anzeigen. Und jetzt stellt sich gerade die Frage, das Spiel muss jetzt mal gerade überlegen, kommt von da oben nämlich jetzt ein Zug und will der natürlich über diese gleiche Weiche hier vorne fahren, beziehungsweise hier vorne herfahren, dann würde ja der, ich scroll mal gerade ein bisschen raus, dieser Zug, der jetzt hier vorne herfährt, der würde ja hier mit dem anderen Zug zusammenstoßen. Dann müssen wir mal gerade prüfen, ob da vielleicht irgendetwas im Weg ist und ich denke mal, der Zug wird anhalten. Jawohl, der Zug bleibt stehen, weil irgendwas von da oben kommt. Ja, und wenn das Spiel jetzt gleich feststellt, der braucht ein bisschen zu lange dafür, dann wird es jetzt hier vorne das Signal, wo haben wir das? Genau das hier vorne auf Rot setzen. Na gut, nicht in echt, aber für den Zug. Der Zug bleibt halt stehen und dann wird es diesem Zug hier die Weiterfahrt ermöglichen. Aber wir wissen es gerade noch nicht. Also wir prüfen gerade mal, ob jetzt von da oben noch irgendwas kommt. Je nachdem, wie das Spiel gerade sich entscheidet, was jetzt gerade Vorrang hat, ist jetzt gerade mal interessant. Ein sehr interessantes System. Ah, der Güterzug. Genau, der Güterzug, der von da oben kommt, der hat sowieso schon mal gerade Vorrang. Der fährt jetzt mal zuerst. Der darf nämlich jetzt nach rechts anbiegen. Da wissen wir schon mal den ersten Grund, warum der jetzt gerade nicht gefahren ist, das dreimische Ding hier. Weil der Güterzug noch vor wollte. So, jetzt ist der Güterzug weg. Jetzt hat er die Weichen freigefahren. Dauert natürlich alles ein bisschen. Hier ist alles nicht auf die Sekunde genau getimed. Und dann wird gleich irgendwann der Personenzug weiterfahren dürfen. Ich meine, das dauert jetzt alles ein bisschen lange. Das Spiel ist nicht optimal. Aber wir haben dann auf jeden Fall eine entsprechende, ja, Abhängigkeit der Fahrzeuge. Jetzt darf er fahren. So, zack, da fährt der Personenzug. Halleluja. Und da fährt er raus in Richtung Westerburg, wo er ja auch hingehört. Ein wunderschönes Kunstwerk, wie ihr schon seht. Der Zug darf jetzt hier vorne rausfahren. Es ist ein Dieselzug unter einer Oberleitung. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Effizienteste, was wir bis jetzt geschafft haben. Aber ich finde, das ist persönlich schon eine sehr, sehr schöne Sache. Also ihr seht schon, mit Zügen kann man hier mittlerweile in diesem Spiel doch ganz schön viel Spaß haben. Übrigens, nebenbei bemerkt diese Oberleitungsmasten, ich weiß, dass da vielleicht der ein oder andere nachfragen wird, weil ich ja doch den ein oder anderen Eisenbahninteressierten hier dabei habe, die sind alle einzeln gemacht, also die gibt es in echt nicht im Steam Workshop so, die habe ich mal irgendwann zusammen dirigiert, das sind einzelne Props, ja, bitte, bevor ihr der Erste anfängt zu schreien, wir haben immer noch kein Problem mit erreicht, noch lange nicht, ja, also darf ich das, wir haben hier einzelne Props, ne? Also ihr seht schon, diese Dinger sind zusammengeschoben und mit natürlich mit dem kleinen Trick hier, den ich natürlich auch gerne nochmal zeigen möchte. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier vorne dieses Querkabel dran. Ne, bitte der Maus hier folgen, ne? Weil dieser Mast ja so weit ausgelegt ist. Und das ist natürlich nichts anderes wie die Oberleitung selber. Ne? Wenn ich das jetzt hier mal wegziehe, das ist einfach nur so ein Oberleitungsding, was ich dann dahin hänge, um dafür zu simulieren, dass das an so einem Kabel dran hängt. Aber auch so macht man realistische Strecken. Freut euch schon mal drauf, in der Episode 2 von On the Line werden wir genau diese Strecke entlangfahren. Deswegen schwebt hier unten noch so ein Signal unter dem anderen Signal. Das hat was damit zu tun, dass ich die animieren kann. Könnt ihr so mal kurz getrost ignorieren. Auf jeden Fall werden wir mit diesem Zug irgendwann mal mitfahren und diese Strecke quasi abfahren in On the Line Episode 2. Das wird dann, glaube ich, sehr, sehr interessant werden am Ende aller Tage. Wenn ich übrigens gerade schon beim Thema On the Line bin, möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, sozusagen euch das anzukündigen, wie das aussehen wird. Im Grunde genommen bedeutet das, On the Line wird es in 2 Episoden geben oder in 2 Versionen immer geben pro Episode, weil sich das von euch gewünscht worden ist. Wir werden einmal eine animierte Fahrt mitmachen, wo wir im Führerstand sitzen, wo die Zugbeeinflussungssysteme funktionieren und so weiter und so fort, wo wir also wirklich einen animierten Fahrstand haben, Train Simulator sozusagen.
also wirklich Lokführeransicht haben. Und wir haben eine Version, wo wir im Grunde genommen einfach nur, ja, warte mal, kann ich ja gerade mal machen hier, ne, wo wir einfach die Strecke Gesundheit so abfahren. Ne, ich kann es jetzt gerade nicht machen, weil ihr seht schon, ich habe jetzt schon nur noch 3 Frames pro Sekunde. Also diese Ansicht wird einmal hochgeladen und die animierte Führerstandsmitfahrt. Und ich habe mir für die So-Mitfahrt ein bisschen was überlegt, nämlich es wird bei der Führerstandsmitfahrt quasi alles auf, ich sag mal, Realismus, ne, soweit das möglich ist, getrimmt. Das heißt, wir haben animierte Signale, wir haben die Bordelektronik, die da ist am Führerstand natürlich, die dann am Laufen ist, und sonst gibt es da nicht besonders viel. Eine Sache, die wird es aber definitiv nicht geben in diesen animierten Versionen, diese animierte Version ist, ja, wie soll ich sagen, da gibt es keine Einblendungen oder sowas. Also da gibt es keine Info über die Geschwindigkeit, da gibt es keine Info über alles, was ihr so seht, sondern das ist alles frei. Und bei der einzigen Ansicht oder bei dieser, ja, bei dieser Ansicht hier im Grunde genommen, bei diesen Mitfahrten, da werde ich hier unten ab und zu mal in klein hinplappen, welche Haltestelle das jetzt vor uns ist, welcher Ort das vor uns ist. Rechts kommt vielleicht eine Strecke rein und ich werde auch unten immer anzeigen, wie schnell unser Zug jetzt offiziell fahren darf auf diesem Abschnitt. Und wie schnell er natürlich auch wirklich fährt. Ne? Das ist immer so ein bisschen interessant, das mal mit anzuzeigen, weil das hat ja doch den einen oder anderen Vorteil, wenn das dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, imprimiert ist sozusagen das Ganze. Für die ganze Technik hier oben übrigens muss man natürlich jetzt ja die letzten Ereignisse mal dankend sagen. Für die ganzen Catenaries oder beziehungsweise die ganzen Oberleitungsmasten, die Gleise für die Viaduktbrücken, die es hier gibt. Das ist alles der Railway Mod, den es sozusagen gibt, von Ronix 69 und noch einigen anderen entwickelt und kreiert. Also ich finde diese Brücken wirklich wunderschön und ich finde das wunderbar, wenn man diese Viaduktbrücken überall hat mit diesen, ja, kleinen Stückwerken und natürlich mit dem Vorteil, dass die einfach als Network zu ziehen sind. Super Sache. Und gleichzeitig muss ich natürlich dem lieben Sven Berlin danken, dass er mir, ja, diese Signale als Props sozusagen entwickelt hat. Für mich in Anführungszeichen und natürlich auch für alle Leute, die ja im Steam-Workshop darauf zugreifen wollen. Und für die gibt es diese ganzen wunderschönen Signale, die ihr dann halt eben benutzen könnt, um eure, ja, Sachen ein bisschen realistischer aussehen zu lassen. Wie gesagt, ein Tutorial zu den Signalen wurde sich ja schon oft genug gewünscht und da werden wir auch mal sicherlich eins zu machen. Da fährt der Intercity gerade durch die Walachei. Hat vermutlich 0 Fahrtgäste, weil der fährt momentan noch aus der Karte einfach raus, deswegen wird da keiner mitfahren. Aber das sind, ja, Themen für die Zukunft sozusagen. Ja, ansonsten, was gibt es da großartig noch zu erzählen? Hier vorhin zu Ahrensbrück. Ich meine, ne, klar, hier ist viel Gebäude, viel drumrum. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das ein bisschen mit reingeschnitten hat in die letzten Episoden. Hier oben entsteht momentan noch ein neuer Stadtteil, der vor sich hin entwickelt wird. Und hier vorne, genau, das ist das, was ich noch zeigen wollte. Das ist der Parkplatz für den Bahnhof, dieses Park-and-Ride-Parkplätze. Ne? Ihr parkt mit dem Auto dahin und dann könnt ihr mit dem Zug weiterfahren. Und natürlich gibt es hier auch irgendwie Kaufland und ne, hier Saturn. Und dann wird es hier vorne auch noch irgendwas geben. Ich weiß nicht, ein Obi oder so oder ein Lidl, ne? Was auch immer der Steam Workshop dahergibt. Da werden wir hier vorne natürlich noch den ein oder anderen Laden beiklatschen und dann werden wir die Stadt daran anführen sozusagen. Und ansonsten gibt es hier oben eigentlich nur noch das Universitätsklinikum, die Feuer- und Rettungswache aus der letzten Episode, die wir jetzt hier im Grunde genommen gebaut haben, ne, mit allem drum und dran, was jetzt so dazugehört, mit der ganzen Picknick-Area hier oben, aber alles nicht besonders groß. An sich quasi einfach nur so ein kleines, gemütliches Bezirkskrankenhaus mit, ja, entsprechend großer Feuerwache hier vorne. Eine kleine Kirche. Hier vorne auf dem Platz weiß ich momentan noch nicht, was ich da hinbauen möchte. Ich möchte, glaube ich, mal eine Kirche da hinbauen und ein Schulzentrum für die Stadt hier selber. Weil ich glaube nicht, dass die Schüler alle bis Seebergen pendeln werden, um zur Schule zu gehen. Schon allein, weil das Spiel das nicht zulässt. Ich denke, ich werde hier tatsächlich, wie soll ich sagen, ne, entsprechend ein Schulzentrum und eine Kirche irgendwie hinbauen. Hier vielleicht die Kirche hin, da das Schulzentrum. Irgendwie sowas in der Art. Wird dann aber vermutlich in einer normalen Episode dann wieder enthalten sein, wo wir dann auch ein bisschen Spaß mit der ganzen Sache haben werden. Ja, wie gesagt, hier oben ist noch so ein bisschen Spaß. Das Schöne ist, dieser No-Abandon-Mod, den ich drin habe, der funktioniert irgendwie nicht mehr so besonders gut. Da gibt es so ein paar kleine technische Probleme mit. Macht aber nichts. Und die Straße ist geglitscht. Holy shit, wann habe ich denn... Ich glaube, da bin ich irgendwann mal dran gekommen und seitdem, ja, so wollte ich die eigentlich haben. Naja, Kleinigkeiten. Ja, ansonsten eine Sache möchte ich sagen noch zur Eisenbahn und danach gehen wir zur Straße mal eben übrig oder über. Wir haben hier eine besondere Sache in diesem Bahnhof und das könntet ihr jetzt mal gerade beobachten. Ihr seht schon, hier fährt so ein kleines Löckchen durch die Gegend
Und das ist die ÖBB 1163 Verschub. Das ist eine Rangierlokomotive. Ich habe leider keine V90 oder sowas, also so eine Diesellokomotive zum Rangierfahren. Aber wir haben sowas hier als Rangierfahrt. Und dieses Ding hier fährt jetzt sozusagen hier Güterwagen durch die Gegend im Bahnhof. Ihr seht das schon, jetzt fahren die hier vorne momentan durch die Gegend, fahren hier vorne über Weichen drüber und all so einen ganzen Käse, ne, und fahren jetzt hier quasi im Grunde genommen durch die ganzen Gleisanlagen durch und fahren an Güterzüge dran, kuppeln Wagen an und ab. Zumindest soll es das simulieren, die jetzt hier quasi die Möglichkeit bieten. Jetzt fahren die hinten an den Zug dran. Ja, ne? Also es ist im Grunde genommen so eine Rangierfahrt, die hier durch die Gegend fährt. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Falls ihr wissen wollt, wie man das animiert oder wie man das gestaltet jetzt in-game, Kommentare für die Tutorials. Ansonsten, ne, können wir uns da Gedanken drum machen. Übrigens, das gleiche gilt auch für diese Oberleitung mit den Quertragwerken. Das ist natürlich eine recht geschummelte Sache jetzt hier. Finde ich aber persönlich auch ganz schick, wenn man diese breiten Oberleitungsmasten irgendwo hat. Ja, ansonsten haben wir hier noch dieses wunderschöne Firmchen, was in der Landschaft steht. Hier haben wir noch ein Busdepot, beziehungsweise einfach nur eine Abstellung für ein paar Busse. Und hier ist natürlich dann der Busbahnhof und das Bahnhofsgebäude, was ich ja schon als Thumbnail mal genutzt habe, weil ich finde das immer noch wunderbar. Ich glaube, das habe ich schon 30.000 Mal gesagt. Aber es ist ja immer noch genauso wahr. Gut, ansonsten, was gibt es großartig zu melden? Genau, wir beginnen mal ganz oben im Norden, hier oben in unserer Karte. Hier kommt übrigens die, ach so, ja, die muss ich vielleicht eben anmerken. Hier fahren Züge nach Westerburg Gleis 1, Achensburg Gleis 1. Das ist ein Intercity-Zug, beziehungsweise halt ein Regionalzug, der halt von außerhalb der Karte Leute holt und die fahren dann quasi hier rein. Also diese spielgenerierten Züge. Das spawnt jetzt zum Beispiel hier sowas, ne? Ihr seht schon, der steht übrigens gerade auch vorm Signal, glaube ich, ne? Ja, der steht vorm Signal. Wie ihr seht schon hier, ne? Transportiert Passagiere, zack, da fahren und der fährt jetzt momentan hier unten rein. Und der despawnt dann unten einfach, ne? Also das ist einfach so ein, ja, ne? Ist vom Spiel selber erstelltes Fahrzeug. Da habe ich selber nichts mit zu tun, das ist quasi keine Linie, das seht ihr schon. Das ist einfach vom Spiel erstellter Zug, der jetzt hier reinfährt und Leute aussteigen lässt, damit die hier quasi einsteigen können und ja, mit dem anderen Zügen weiterfahren können oder vielleicht wollen sie auch nur nach Ahrensbrück, wer weiß schon. Und einmal despawn bitte, dankeschön. Na, passiert nicht besonders viel mit. Ansonsten haben wir unten noch eine Abstellung, aber naja, ich glaube, dieser Bahnhof ist an sich schon sehr, sehr interessant genug. Gut, ich wollte zur Straße übergehen und das ist eigentlich noch das Interessante an der Sache. Wir haben hier eine Bundesstraße, das ist die Bundesstraße 64, hier spawnen ständig irgendwelche Fahrzeuge, das seht ihr schon. Diese Bundesstraße führt einmal durch unsere Unterführung, die wir gebaut haben, durch den Ort Ahrensbrück. Wir haben, glaube ich, echt ein Problem mit den... pass auf, wenn ich dieses Ding jetzt hier spawne, wetten, da spawnt kein Fahrzeug raus. Fahrzeuge in Verwendung, 0. 1-0. Also der kann momentan keine Fahrzeuge spawnen. Das ist schon mal so ein bisschen buggy hier. Das liegt aber an dem Mod hier unten. Ja. Ja. Manchmal gibt es Probleme. Aber jetzt haben wir haufenweise Tote. Das hört aber auch irgendwann wieder auf. Und irgendwann löst sich das Problem von alleine. Ich habe nur noch nicht verstanden, wodurch. Naja, auf jeden Fall die Straße. Ich speichere das ja jetzt hier gerade eh nicht. Deswegen ist es egal, ob hier alle Leute sterben. Die Straße führt jetzt hier vorne einmal durch. Das ist die Bundesstraße 64. Die führt hier einmal durch Ahrensbrück durch. Führt dann jetzt hier vorne runter. Hier unten entlang. Führt dann hier über diesen Parkplatz. Das ist aber Teil der Bundesstraße. Und führt dann hier über die Brücke durch die Unterführung. An der Autobahn entlang. An den Feldern vorbei, an der Autobahn entlang, neben der Bahntrasse her, nach Westerburg, von Westerburg, durch Westerburg, über den Bahnübergang, hier links rum, dann hierher, rechts Richtung, ja, dieser Bundesstraße, die ins Nichts führt, dann hier runter entlang, an der Kläranlage, an der Busdepot vorbei, an unserem, ja, ganzen landwirtschaftlichen Betrieben vorbei und auf den Stau zu, nach Seebergen, wo sie dann hier über die ganzen Kurven bis zur Autobahn führt. Das heißt, diese Bundesstraße ist im Grunde genommen die durchgehende Bundesstraße zwischen allen Ortschaften. Und deswegen seht ihr hier vorne auch schon, habt ihr ab und zu mal so einen kleinen technischen Problem mit ein bisschen Stau, weil ne, die Fahrzeuge hier nicht so wirklich in die Pötte kommen. Hier sind übrigens ein paar Leichenwagen. Das ist gut. Wo willst du denn hin? Ach Gott, die Leichenwagen von... Ach Gottes Willen. Naja, gut. Okay, also die Leichenwagen von hier holen die... Ja, okay. Das ist aber City Skylines, da kann ich jetzt nichts dran machen. Das ist doof halt vom Spiel. Gut, die stehen ein bisschen im Stau. Der Grund, warum die Bundesstraße so ein bisschen überlastet ist, liegt daran, weil die Autobahn halt eben momentan hier zwar wunderbar herführt. Ich glaube, die hat man sehr gut im Blick momentan, die Autobahn. Die führt dann halt hier vorne her und hat leider Gottes halt eben keine Abfahrt nach Ahrensbrück. Das soll sich ändern.
Weil die Bundesstraße hier vorne, die hier unten drunter herkreuzt, die soll einmal nochmal auf die andere Seite erweitert werden, also hier vorne her sozusagen. Und dann gibt es am Ende hier hinten eine Autobahnabfahrt, die dann hier oben nochmal mit einer Bundesstraße irgendwie vereint wird. Und dann wird es hier an diesem Berg eine Ortschaft geben, mit der man dann von hier oben so wunderbar auf die ganze Landschaft runtergucken kann. Irgendwie sowas in der Art werden wir uns dann noch gestalten, was dann hoffentlich dafür sorgen wird, dass das Ganze dann möglichst realistisch, ja, wie soll ich sagen, aussehen wird. Und das ist dann das Ziel. Das heißt, diese Bundesstraße ist momentan halt die einzige Verbindung zwischen allem, wird aber irgendwann durch die Autobahn halt entlastet, ne? Logischerweise, weil momentan ist doch ein bisschen viel Verkehr da drauf und wir wollen es ja nicht übertreiben. Da werden wir uns noch was einfallen lassen zu, was das angeht. Ansonsten, wenn ich jetzt mal gerade hier die Verkehrsträger an dieser Seite einfach abarbeiten möchte, hier vorne ist diese Eisenbahnbrücke, die jetzt hier vorne weiterführt, hier fehlt ein Oberleitungsmast und die führt quasi im Grunde genommen hier so her, über diese wunderschöne Brücke an haufenweisen Signalen und Weichen vorbei bis nach hier hinten, wo sie wieder mal in so einer, ja, hingeplanteten Station endet. Das ist die gleiche, die hier unten auch schon steht für die Fernverkehrslinie, weil es halt hier noch nicht weitergeht. Und damit die Züge wenigstens überhaupt fahren, muss da halt irgendwas sein. Deswegen sieht das hier momentan noch so aus. Wunderschön. Ist immer wieder schön, das Vanilla-Spiel zu sehen, wenn man kein Terraforming hat und all sowas. Und das wäre jetzt hier so die Realität. So würden die Züge im Vanilla-Spiel fahren. Dann würde ich die Krise kriegen. Aber ist halt so. Und wie gesagt, diese Brücke hier an sich, die ist eigentlich, finde ich persönlich, wunderschön geraten. Diese Metallkonstruktion, die habe ich quasi, das sieht man hier vorne auch noch so ein bisschen, die ist hier so ein bisschen reingeglitscht. Die habe ich quasi selber, die ist auf der Seite ein bisschen missglückt, die habe ich mit Procedural Objects gebaut, ne? Also das ist hier tatsächlich eine Brücke, die ich jetzt hier so ein bisschen reingeglitscht habe mit Procedural Objects. Ich kann gut sprechen heute, ein bisschen spät am Tag, um quasi die an diese Brückenpfeiler anzupassen, ne? Das ist so die Idee gewesen und das ist ganz gut gelungen. Und die Grundkonstruktion ist natürlich diese Railway Mod Brücke hier im Grunde genommen einfach nur eine ganz normale ja, Brücke sozusagen. Darunter ist eine normale Strecke, damit ich die Oberleitungsmasten separat setzen konnte. Deswegen könnt ihr einfach ignorieren. Die ist nur dafür da, damit das Spiel ein bisschen anders funktioniert. Von daher hat nichts mit der eigentlichen Realität zu tun. Das ist einfach nur schummeln, damit es gut aussieht. Aber macht ja nichts. Da kann man ja in aller Seelenruhe sozusagen schummeln. Ja, was haben wir denn noch auf der Liste heute? Flughafen haben wir auf der Liste. Ja, da können wir auch mal gerade vorbeischauen. Ne? Ihr kennt das ja schon. Der hat hier oben seine eigene Autobahnabfahrt. Die ist natürlich genauso wenig benutzt, weil die Autobahn halt nicht benutzt wird. Und der sieht momentan noch so aus. Ne? Hier gibt es natürlich noch keine Wasser-, keine Stromversorgung. Ich habe von euch die Kommentare gelesen. Ich habe mich da auch schlau gemacht. Und ich habe mittlerweile doch von einigen sehr viele Tipps gekriegt an Beispielflughäfen und wie man das alles noch ein bisschen schöner gestalten kann. Ich werde davon sicherlich einiges umsetzen. Das ist dann natürlich wieder Gegenstand der nächsten Folge. Das heißt, in der Episode 18 geht es dann wieder weiter mit dem Flughafen und dann werden wir das nach einigen Episoden hoffentlich zu einem recht schönen Kunstwerk machen. Das Terminalgebäude hat den meisten gut gefallen. Irgendeiner meinte, es wäre ein bisschen zu klein oder zu groß, Entschuldigung. Ich finde es persönlich ganz schön, weil das so ist Terminal hier mit dem Gebäude hier zusammen und der Rest ist so Büro von Logistikfirmen, vielleicht Büro von ja, Konferenzräumen, Tagungsräumen oder halt eben anderweitig nutzbare Flächen, die hier einfach nur stehen, weil das halt, ja, gut aussieht oder so, ne? Deswegen, an sich, im Grunde genommen, finde ich das von hier vorne eigentlich alles schon ganz in Ordnung. Hier hat man mir gesagt, ich soll die Taxiways noch ein bisschen weiter nach links und nach rechts verschieben, da können wir sicherlich drüber reden. Dann verschiebe ich die ganze Landebahn nochmal so ein paar Meter nach da und dann wird das alles passen. Die Hangar werden wir sicherlich auch machen mit dem entsprechenden Vorfeld davor. Aber wie gesagt, erwartet nicht, dass das ein perfekt detaillierter und perfekt ausgerüsteter Flughafen wird, weil ich halt eben auch das komplette Wissen dazu gar nicht aneignen kann, um das perfekt realistisch zu machen. Wie gesagt, ich habe anderen Fokus, was ich halt eben gut kann und das ist halt eben meistens das Thema Eisenbahn in diesem Spiel. Deswegen kann ich dafür sorgen, dass das gut funktioniert, aber nicht alles. Ne? Ist halt eben so ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Unterschiedlich. Je nachdem, wo die Interessen liegen und wie man das am besten umsetzen kann. Ja, im Flughafen gibt es eigentlich sonst nicht viel mehr zu sagen. Da können wir nochmal drüber reden. In der Episode 20 sollte er da hoffentlich dann fertig sein. Ja, im Großen und Ganzen, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ich wollte gerade mal die Chance nutzen. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich gehe mal gerade ganz kurz hier vorne wieder hin nach Ahrensbrück und stelle mich jetzt hier vorne mal hin und gucke mir das hier mal gerade an. Ich gehe mal ganz kurz raus und ich hoffe, dass das Spiel das jetzt überlebt. Ich gucke mal ganz kurz hier in die
ganzen Ordner rein, die ich habe, um euch das einfach einzublenden, weil das ist, glaube ich, deutlich einfacher. Wenn ich jetzt die Bildschirmaufnahme noch dazu mache, jawohl, da dürftet ihr gar keinen Unterschied sehen, aber ich schon. Ich gehe mal gerade auf Online und gehe mal gerade auf die Thumbnails dafür, weil ich euch für die nächste Episode nochmal ein bisschen was mitgeben möchte. Das ist... Ach, das seht ihr noch nicht. Ach so, weil das überlegt. So, das ist momentan on the line. Ihr seht schon, wann ich das Ganze hier aufnehme gerade. Das ist das Thumbnail für on the line. So sieht unser Thumbnail aus. Das ist jetzt quasi das Logo. Wir haben ein graues, wir haben diese grauen Ecken überall. Die seht ihr auf der kleinen Ansicht, wenn das in klein da ist, deutlich besser. Wir haben dieses Animated hier oben stehen, dass man sieht, dass das eine animierte Führerstandsmitfahrt ist. Und das Bild sozusagen, was hier drin ist. Das deutet ja auch an, dass das eine animierte Führerstandsmitfahrt ist. Also das ist, wenn ihr dieses Bild seht, ist das im Grunde genommen, ja, die animierte Version, also wo der Führerstand mit drin ist, wo wir dann durch die Gegend fahren. Ihr seht schon, hier ist Westerburg, ist einfach ein Screenshot gewesen aus der Aufnahme. Und das Bild hier, ziehe ich mal gerade hier dazwischen, zack, dieses Bild hier ist im Grunde genommen die Version ohne, ne, wo man alles hat. Das ist das gleiche Bild, nur ohne Führerstand und mit den ganzen Einblendungen zwischenzeitlich da drin. Hat einfach so ein bisschen den Vorteil, dass man natürlich dann entsprechend Daten kriegt. Ne, hier wird zum Beispiel stehen, der nächste Halt ist Westerburg, wir dürfen jetzt 40 km/h fahren und so weiter und so fort. Hier steht natürlich immer, von wo nach wo das geht. Ist, denke ich mal, auch erklärlich die Episode 1, steht aber natürlich auch nochmal im Titel drin. Und ansonsten sind hier rote Balken drumrum. Also rot, nicht animiert, grau, animiert. Und da sieht man auch, dass das Cockpit mit drin ist. Also es ist für mich immer so ein bisschen, ja, die Idee, wie ich dann versuche jetzt dafür zu sorgen, dass das Ganze dann auch jeder auf Anhieb sieht. Es empfiehlt sich, ich weiß, ne, ist jetzt hier, es ist jetzt kein Betteln um Aufrufe oder sowas. Es empfiehlt sich nur für den Fall, dass ihr euch wirklich dafür interessiert und das alles mal sehen wollt aus der Perspektive. Es empfiehlt sich, beide Episoden zu schauen. Einmal die Führerstandsmitfahrt, um einfach das Ganze aus so einer Live-Sicht zu sehen, mit Sounds und allem drum und dran, alles was dazugehört. Und auf der anderen Seite die nicht animierte Version anzuschauen, damit ihr seht, wie schnell darf man wo fahren, was haben wir für Geschwindigkeitsbeschränkungen, wie heißen die Orte, wie heißen die Bahnhöfe, welche Linie ist das und all so ein ganzer Käse, der dazugehört, hat halt eben den Sinn. Weil ich habe das jetzt in zwei Videos gesplittet, weil ihr erstens mal zwei Versionen davon haben wolltet und die Infos sind in beide Videos gesplittet, weil ich bei der Führerstandsmitfahrt nicht das Ganze zumüllen wollte, weil ihr habt unten schon das Cockpit jetzt hier unten drin in dem Bereich und dann hier die Logos noch drin und hier noch den Querbalken vom Fenster drin und den Scheibenwischer drin und das ist eingeschränkt, die Sicht, ne? Das war ja auch die Kritik an der Austria Online Version und deswegen ist im Kerngedanken sozusagen die Idee, dass das Bild nicht überfrachtet ist mit Infos, ne? Deswegen, naja, ich hoffe mal, dass das Ganze euch gefällt, da freue ich mich natürlich auch auf Feedback, wenn das Ganze denn mal soweit ist. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja, ansonsten habe ich eigentlich ja noch was zu sagen zur Episode 20. Das ist noch wichtig. Wir sind ja jetzt hier in einer Live-Episode, wo ich mal so ein bisschen erklärt habe. Die Episode 20 kommt natürlich trotzdem und die ist natürlich auch trotzdem live und die ist natürlich auch ein Livestream und da werden wir genau das Gleiche hier auch machen. Vielleicht ein bisschen andere Themen. Das heißt, es gibt jetzt nicht den Ersatz zur Episode 20. Ich wollte das jetzt mal testweise machen, einfach so aus Spaß, weil ich mir gedacht habe, okay, das bietet sich jetzt an. Und wir können sagen, wir gucken uns jetzt hier mal wirklich diese ganze ja, Innenstadtversion an und wie das Ganze dann ausschaut am Ende aller Tage. Finde ich persönlich eine sehr, sehr schöne Sache und hat einfach mal die Möglichkeit für mich jetzt geboten, euch in 45 Minuten mal so ein paar Dinge zu erklären. Ich würde euch am liebsten noch 30.000 Details an diesem Bahnhof erklären, wie zum Beispiel die Waggonwerkstatt, die wir jetzt hier vorne haben. Mit den Dingern, die wir gebaut haben. Wir haben hier ab und zu mal so ein paar stillgelegte Dinge, die jetzt noch im Gras liegen sozusagen. Wir haben ja die Signale logischerweise alle mit ganz vielen kleinen Details dran, mit diesen Fundamenten und so weiter und so fort, die Stellwerke, Zugfunkmasten und ich bin immer noch ein Riesenfan, Entschuldigung, ich will mich nicht selbst loben, aber ich mag die Oberleitungsmasten, die ich hier gebaut habe, mit dieser, ja, ganzen Technik dahinter ist. Ich finde, es sieht alles sehr, sehr schön aus. Gerade auch solche Dinge hier machen ganz viel aus, dass die Oberleitung auch irgendwo endet. Nicht einfach so an einem Oberleitungsmasten endet, sondern auch tatsächlich irgendwo endet. Und ansonsten vor allen Dingen natürlich die Tatsache, dass jetzt hier die Spannungs- und Stromversorgung entsprechend auch aussieht. Ich kann jetzt mal gerade hierher gehen. Ich meine, die Oberleitungsmasten jetzt hier allein, die haben einfach einen gewissen Mehrwert, den man jetzt sozusagen in echt nicht hätte, ne? Logischerweise. Weil normal sieht halt alles so aus.
wie es jetzt aussieht. Na, der steht auch schon vorm Signal. Der darf auch noch nicht einfahren, weil wieder irgendwo irgendwas dazwischen gekommen ist. Güterzüge möchte ich übrigens nochmal ein bisschen ändern. Da setze ich mich selber nochmal ran, um die dann halt eben auch realistisch aussehen zu lassen. Das sind jetzt noch die, die ich von Austria übrig hatte. Die ÖBB-Züge, ich werde dann einige Deutsche dazu nehmen und auch von Privatunternehmen. Muss ja nicht alles Deutsche Bahn sein. Einfach um das so ein bisschen kreativer aussehen zu lassen. Eine Güterzugführerstandsmitfahrt werden wir auch irgendwann mal machen. Das aber dann, wenn wir die Regionallinien schon alle genommen haben, höchstwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, die Oberleitungsmasten sind für mich noch so ein kleines Kunstwerk hier. Das hier finde ich übrigens immer ganz, ganz wichtig, um das mal so ein bisschen realistischer zu machen. Ist es immer ganz schön, wenn man hier so, ich gehe jetzt mal runter auf den Boden, ihr seht schon hier, die Oberleitung teilt sich nochmal, die hat zwei extra separate Masten. Das eine Kabel geht höher, das andere geht ein bisschen tiefer. Das hat nichts damit zu tun, dass der Zug hier links eine Oberleitung braucht, sondern das ist jetzt zum Beispiel, ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn man so eine Oberleitung zieht, dann ist ja das Kabel irgendwann mal zu Ende. Und dann gibt es einen Kontakt, um das dann halt quasi zu verlängern. Dann muss ja irgendwann die nächste Kabeltrommel dran. Und das sind diese Überleitstellen sozusagen. Und die gibt es vor allen Dingen dann auf der Grenze zwischen Bahnhof und freier Strecke. Und hier ist jetzt unser Bahnhofssignal, Einfahrsignal. Und hier trifft sich das Ganze dann wieder und geht dann in die Bahnhofsschaltgruppe mit rein. Und wenn man sich jetzt hier mal so die Führerstandspfad mit anguckt, ich finde es immer wunderbar, wenn oben 1000 Kabel über dem Kopf drüber sind, weil das gibt einfach ganz viele kleine Details, auf die man achten kann und die das Ganze dann für mich persönlich einfach ein bisschen interessanter gestalten. Ganz ohne Bugs geht es natürlich nicht. Hier oben hängt auch irgendwas in der Walachei, liegt aber ein bisschen an meiner Bauweise von den Schienen natürlich zusammen. Ist logisch, ne? Irgendwas ist so ein bisschen, immer so ein bisschen anders. Ja, der IC steht hier vorne auch wieder vorm Signal, aber nicht, weil der Güterzug da raus ist, sondern weil vermutlich irgendwas aus der Gegenrichtung noch nicht da ist. Aber ihr seht schon, alles kann man mit Tutorials dann irgendwann mal erklären, wenn man da dann ein Interesse dran hat. Wie gesagt, die Episode 1 der Führerstandsmitfahrt dann logischerweise von Seebergen, Oberstadt, Gleis 2. Das ist das hier vorne. Das ist dann auch das Signal N23, Bahnhof 23, Signal, Ausfahrsignal 1. N für Ausfahrsignal, bitte nicht nachfragen, warum das N heißt. Das ist einfach nur durchgestaffelt. Hier gibt es einen Bahnübergang, der funktioniert, der momentan aber irgendwie Blödsinn anzeigt. Eine stillgelegte Strecke und danach geht es quasi diese komplette Strecke hier bergab. Eine Sache, an der ich übrigens noch am Überlegen bin, ist, ob ich diesen Gleisschotter nicht irgendwann von braun auf grau ändere und diese Schwellen dann vielleicht von dieser neuen Schwellenversion, also von dieser grauen Schwellenversion, vielleicht auf eine dunkelgraue Schwellenversion ändere. Aber der Schotter, wenn ich den Schotter ändere, das ist Surface Painter übrigens, wenn ich diesen Schotter ändere, ändere ich auch die Farbe von diesen Flächen hier. Alles, was mit Surface Painter jemals angemalt ist, weil das ist Surface Painter hier. Wenn ich jetzt mal gerade hier hingehe, ne, das ist Surface Painter. Dann seht ihr schon, dann haben wir ein bisschen das Problem, dass diese Flächen dann grau werden. Da muss ich mir dann irgendwas einfallen lassen. Vielleicht benutze ich da einfach eine alternative Fläche für. Wir haben ja noch ein bisschen Auswahl, aber da wird sich sicherlich was machen lassen. Und wie gesagt, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir hier dann halt eben so ein bisschen durch die Gegend fahren und uns das Ganze hier in aller Seelenruhe angucken. Ich freue mich. Es wird natürlich ein bisschen... ich habe diese Führerstandsmitfahrt mit 5 Frames pro Sekunde aufgenommen und in 5-facher Geschwindigkeit, also das Spiel ist so schnell gelaufen. Hier, wenn ich jetzt die Maus voll drehe, so, und wenn ich jetzt mich jetzt, ich setze mich jetzt mal gerade, ich zoome gerade ran übrigens, in voller Drücke. Ne? Also ihr seht schon, wie schnell das ist, wenn ich mich jetzt hier in das Auto reinsetze und dann mal mitfahre. Ja, ihr seht schon, wie langsam die Kamera sich dreht und jetzt fahren wir schon. Das ist die Geschwindigkeit, mit der ich die ganze Folge aufgenommen habe, um sie dann halt eben die ganzen Ruckler hinterher mal rauszurendern. Eine Sache, die sicherlich interessant wird. Ihr seht schon am Datum, wie schnell das jetzt. Das ist dreifache Geschwindigkeit, das ist einfach. Das sieht aus wie so ein Ladebalken von diesem Spiel, nur dass der sich noch weniger bewegt. Das ist die Art und Weise, wie ich die ganze Folge aufgenommen habe und die dann am Ende aller Tage natürlich beschleunigt dafür sorgt, dass das Ganze auch flüssig abgespielt wird. Es wird trotzdem Ruckler geben, weil das Spiel halt eben manchmal nicht einfach so ein paar Ruckler hat, sondern dann auch tatsächlich mal 3-4 Sekunden Standbild hat, die natürlich dann nicht völlig rausgerendert sind. Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel mal 0,2 Sekunden Standbild. Ich kann es nicht ganz rausrendern. Das Spiel ist halt nun mal, ich habe irgendwie halt irgendwie manchmal 10 Frames pro Sekunde. Und das ist natürlich dann halt nicht besonders viel, um halt eben arbeiten zu können. Eine Sache habe ich übrigens vergessen. Hier dieser Haltepunkt Feldbach, weil hier ist ein Feld und da ist ein Bach. Ihr seht, meine Namenskennzeichnung ist on top. Den habe ich nochmal neu gemacht, weil der sah mir zu schön aus für diese Fläche. Und da habe ich jetzt einfach sowas Vergammeltes hier hingestellt. Sieht für mich persönlich interessant aus. Der Grund, warum der so stark befahren ist, weil hier Industrie ist und da Leute überall rumspringen, ist im Grunde genommen hier einfach nur so ein kleiner gemütlicher Haltepunkt. Ich kann mich ja jetzt mal gerade hier so hinstellen als in diese Hecke hier rein und dann, das ist ein bisschen zu hoch. So,
So, ne, das ist der Haltepunkt hier, Feldbach, wo halt eben, ja, ne, nicht besonders viel passiert. Das ist das Ding hier. Meine Damen und Herren, das wäre aber dann auch eigentlich alles gewesen für diese Episode. Ich will das ja nicht über eine Stunde lang machen hier. Ich danke euch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Ich gehe mal gerade nochmal zu dieser Autobahnbaustelle hier vorne, die Gott sei Dank auch schon geteilt ist und ein bisschen Fortschritt macht oder auch nicht. Oder stelle ich mich hier oben bei unserem landwirtschaftlichen Hof hin. Wir haben viele Bäche und Flüsse. Ich finde das übrigens eine sehr schöne Aussicht von hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die schönste Aussicht aber, glauben wir, haben wir von hier oben. Ich gehe mal ganz kurz hier hinten auf den... Wo ist denn der höchste Berg? Das hier ist der höchste Berg? Ich weiß es nicht mehr. Ist natürlich auch die ruckeligste Ansicht, weil das hier die Ansicht über alles gibt. Ja, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ich gehe mal auf eine Ansicht, die nicht ganz so furchtbar ruckelt. Die ruckelt auch. Eigentlich gibt es nichts, was nicht ruckelt. Ich gehe nach Ahrensbrück. Ahrensbrück ist schön und dann... Stellen wir uns jetzt mal hier hin und, ich wollte ja noch einmal bei Nacht so ein bisschen zeigen hier. Dann kann ich mal gerade die Chance nutzen und gehe mal einfach auf Time of Day. Ja, wir haben echt viele Tote jetzt nach dieser Aufnahmesession, aber naja. So sieht die ganze Geschichte Seebergen hier bei Nacht aus. Wir haben einige wunderschöne Striche mit Licht in unserer Landschaft mittlerweile. Und wie gesagt, ich finde, das ist an sich schon eine sehr, sehr schöne Karte. Und wir sind echt weit gekommen mittlerweile. Das muss man mal wirklich positiv sehen. Es ist nicht so, dass das Ganze hier 150 Jahre irgendwie im Verzug wäre oder dass wir nichts geschafft hätten. Ich finde, das ist wunderbar und hat einfach so ein bisschen was von, wie soll ich sagen, von einer wirklich schönen Spielwelt. Das ist die größte Spielwelt, die wir bis jetzt gebaut haben. Und ich sehe das positiv. Ne? Statt einer großen Stadt einfach mal ganz, ganz viel zu bauen. Die Bundesstraße ist echt ein bisschen überfordert mit sich selbst. Finde ich es immer schön, wenn man mal ein bisschen mehr dabei hat. Und übrigens hier das Ding, ich muss mal ganz kurz hier ein wunderschönes Standbild jetzt gerade mal zum Ende. Egal, ob man Eisenbahn jetzt mag oder nicht, aber das Standbild ist schön. Ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen, nee, das ist schon zu weit. Nein, nein, ja, lass mal weiterlaufen. Ich muss auf diese eine Minute runter, wo das da unten, ja. Jetzt nehmen wir das mal weg. Und dann gehen wir mal in die Version hier und dann rutschen wir mal noch ein bisschen näher ran an diesen Bahnhof. Ja, noch ein bisschen näher. Ich hatte das, glaube ich, schon mal als Anfangssequenz. Ich finde es wunderschön. Ja, meine Damen und Herren, das ist unsere Zwischenepisode für die Episode 17. Oder nein, das ist die Episode 17, keine Zwischenepisode. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder, wie das halt so üblich ist. Ja, ich sag mal, ich hoffe mal, euch hat das gefallen. Ich hoffe auf Feedback von euch. Wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die On-the-Line-Episoden. Wie gesagt, rot ist nicht animiert. Grau ist animiert und es lohnt sich tatsächlich, beides anzuschauen, um das Ganze mal zu sehen. Die erste Episode ist immer so ein bisschen ausprobieren für mich, wie ich das animieren muss und wie nicht. Also erwartet den ein oder anderen kleinen Renderfehler noch drin oder die ein oder andere kleine Huckelpiste, weil, wie gesagt, ganz flüssig geht nicht. Da ist das Spiel leider nicht für ausgelegt. Ich hoffe dennoch, dass euch das Ganze dann gefallen wird und ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß am Feedback sozusagen für das Ganze. Natürlich auch für diese Folge, ob ihr das hier öfter sehen wollt, könnt ihr für euch selbst entscheiden sozusagen. Ich würde mich natürlich freuen, weil ich habe tatsächlich Spaß an dieser Episode gehabt, einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was es so zu tun gibt. Das könnte man tatsächlich mal öfter machen. Aber gut, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und am Sonntag, also morgen, diese Episode hier kommt am 10. raus, am 9. raus und am 10. kommt On the Line, Episode 1. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein, ciao.